Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Revile. So, wir haben letzte Folge erfahren, dass wir Martha und Dodi umgebracht haben. Wahrscheinlich aus einem Unfall raus, weil er eigentlich nur Martha umbringen wollte und dachte, Dodi liegt krank im Bett zu Hause. Aber schon schlimm genug, dass er Martha umbringen wollte. Okay. What is this? It seems like something has to be put in there. Oh, nee. Oh God, what was that? Why are these bells everywhere? I'd better be careful. Du Heilige. Kann ich das nehmen? Nein! Kommt sie genau hier lang? Oh, is this some kind of punishment? Oh, there must be a way out of this forest. Ich sag's nochmal. Ich hasse solche Passagen. Ich weiß ja noch nicht mal richtig, wo ich hin muss. Und doch jetzt gleich wieder, oder? Da ist sie doch schon. Einfach mal hier hin. Bleib du, wo du bist. Komm schon, du kannst mich nicht hören. Nicht sehen. Wir warten einfach mal kurz, bis die Dame an uns vorbeigegangen ist, ja? Dann gehen wir mal kurz da rein in den Zirkus. Was soll denn das? Again? Oh, is there no way out? Nicht ganz großartig. Geh jetzt einfach mal zügiger. Dreh mich gar nicht um zu ihr. Geh jetzt auch sogar hier rein. Muss ich einfach den richtigen Weg folgen. Hä, wieso geht's jetzt so gut? Ach, ich versteh's nicht. Frag mich nicht. Ich verstehe gar nichts. Okay, ich glaube, wir sind hier erstmal sicher vor ihr, oder? Okay, wir gucken uns mal um. Boah, ehrlich, ey. Dreimal. Holzenschneider. Schreckliche Tragödie beim Nelson Bros Zirkus. Mutter und Tochter in der Sturz- und Drahtseil tot aufgefunden. Der Nelson Bros Zirkus, seit über 50 Jahren in beliebter... Hör ich sie gerade laufen? Ein beliebter Pfeiler unserer Gemeinde blickt auf eine ungewisse Zukunft nach dem tragischen Unfall während einer Drahtseil... Aktprobe. Ich höre die doch, oder? Indem eine Mutter mit ihrer jungen Tochter ums Leben kam.
Opfer, Martha Thompson und ihre Tochter Dori, stürzten aus 10 Metern Höhe in den Tod und wurden später im Zelt aufgefunden. Die Suche nach den Ursachen für diesen schrecklichen Unfall sind bereits in vollem Gange, doch bereits vorher hatte der Nelson Bros Zirkus mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. In den letzten Jahren konnte der Zirkus keine großen Zuschauerschaften mehr erreichen und musste an vielen Ecken und Enden Geld einsparen, wie beispielsweise bei Gehältern und der Instandhaltung der Ausrüstung. Die Tragödie trat eine erneute, besorgte Debatte um die Sicherheit der Artisten und den Ruf nach strengen Vorschriften los. Viele Gemeindemitglieder sprechen über die Risiken bei Zirkusauftritten und ob die Industrie genug tut, um sowohl Artisten als auch Zuschauer zu schützen. Während die Ermittlungen anhalten, trauert die Gemeinde den Verlust von Martha und Dori wie die ungewisse Zukunft der Nelson Bros Zirkus. Es ist eine traurige und schwierige Zeit für alle Beteiligten und das Zirkusmanagement versprach, mit allen Mitteln herauszufinden, wie es zu dem Unfall kam und wie man solche Vorfälle in Zukunft verhindern kann. Weirdly enough, they never suspected me. I should have come forward. Instead, I just lived. What is that? I feel strangely drawn to it. A watch. Looks pricey. But it couldn't be mine. But it feels like it belongs to me. Weiß nicht, ob ich da raus will. Okay. Man kann sich nicht mal mehr innen verstecken. Kommt jetzt sicherlich gleich wieder. Ich glaube, das ist bisher so die meist genervte Stelle für mich. Und dann gibt es bestimmt welche, die das locker easy machen. Und ich frage mich halt einfach nur, wie? Mal die da jetzt die ganze Zeit rumläuft. Und sie läuft genau nach unten. Leute. Ich warte jetzt hier mal und hole euch dann dazu. Okay, ich glaube, wir können es. Ach nee. Komm halt hier rum. So. Was macht das jetzt eigentlich gerade für einen Sinn, die Leute einfach nur noch abzufacken? Ich habe keine Ahnung. Oh. Will jemand die Passage für mich spielen? Immer her damit. Irgendjemand, der das richtig gut kann. Aber warum die chillt halt wirklich jetzt hier rum? Ja, okay. Wir haben wahrscheinlich die Kugel jetzt nicht, ne? Wir müssen jetzt da nochmal hoch. I guess. Okay, wir haben die Kugel. Heart fits perfectly. What is it? So, okay, ich bin jetzt, jetzt mal gleich links gegangen.
Und da ist irgendwas. Aber natürlich muss sie auch hier sein. Gefühlt ist sie sowieso überall, wo man hin muss. Versuche jetzt mal zu warten, bis sie an uns vorbeigeht. Ja, es hat auf jeden Fall was mit Anschauen zu tun. Diesmal. Im Licht. Ich finde einfach doof, dass man die Taschenlampe nicht ausmachen kann. Weil so, man weiß halt echt nicht, wann die an einem vorbeigegangen ist. Nervt ein bisschen hier einfach nur zu chillen und zu warten. Dann zu hoffen, dass sie an einem vorbeigeht. Aber sie sind jetzt schon 26 Minuten in dieser einen Szene. Ja, natürlich kommen sie hier hin. Das ist das. Man kann halt irgendwie gefühlt dem gar nicht ausweichen, dass sie einen kriegt. Ich dachte eigentlich, die geht jetzt sowieso geradeaus weiter. Und von da, wo ich jetzt quasi herkam. Ja, gut siehst du sogar. Das Ding ist halt auch, dass diesen perfekten Timing zu finden, ne, wann man sich bewegen darf. Und anscheinend müssen wir wirklich 3 verschiedene Spots ausfindig machen, wo wir jeweils hin müssen. Wieso macht man das? Oh, the gas station. I remember. Oh Gott. I needed the money and I didn't mind taking over the night shift. I was fired after 2 weeks when they found me drunk at the counter. Maybe there's something inside. Alter, wieso geht hier plötzlich der Plattenspieler an? Walter, ich musste leider mitteilen, dass ich mich schweren Herzens dazu entschieden habe, dein Arbeitsverhältnis bei mir mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ich weiß, du hast viel durchgemacht und ich weiß, du brauchst das Geld. Dennoch ist die Sicherheit und das Wohlbefinden meiner Angestellten und der Kunden meine oberste Priorität und ich kann kein Benehmen tolerieren, das andere gefährdet. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und hoffe, du nimmst das zum Anlass, über dein Verhalten nachzudenken und dein Leben zum Positiven zu wenden. Wenn du etwas brauchst, melde dich gerne bei mir. Ich werde immer versuchen, dir zu helfen. Ich kann dich einfach nur nicht weiter bei mir beschäftigen. Liebe Grüße, Derek. Ah. Oh, Derek war ein nice guy. Ja. I didn't know what to do with myself besides drinking. What is that? I can't really make it out. Some kind of cube? Looks like a puzzle. Okay, aber wir haben auf jeden Fall schon mal den zweiten. Jetzt ist halt nur die Frage wieder, wo ich hin muss. Ob sie denn auch mal wieder geht. Das ist die nächste Frage. Ich weiß halt auch immer nicht, wann ich die Aufnahme lieber pausieren soll und warte. Weil es sieht halt jetzt so aus, als würde sie sowieso wieder nur die ganze Zeit hier hin und her laufen. Um mich gleich zu kriegen. Nicht wahr, kleine Lady? Oh, Martha, du bist sehr, sehr ungezogen, das sage ich dir. Ich weiß, dass du böse auf mich bist, du hast auch allen Recht dazu. Aber man kann halt auch ein bisschen chillen, ne? Ganz ehrlich. Muss hier nicht rein. Ja, die scheint hier wirklich jetzt außenrum zu laufen. Naja, vielleicht lassen wir uns einfach auf von ihr kriegen. Ich weiß es nicht. Gehst du noch woanders hin, oder bleibst du jetzt hier? Für immer. Nö, sie geht nicht weg, ne? Das ist extra so konzipiert. Danke, Entwickler, danke. Ihr macht das Spiel, was mir bisher wirklich mit der meisten Bock gemacht hat, wo mich die Story richtig gefesselt hat, für mich gerade so richtig... Zum. Oh.
Vor allem verstehe ich es auch nicht. Outlast war dasselbe. Es ist fucking nicht creepy. Es ist nicht so, dass ich jetzt vor Angst mir in die Hosen mache. Deswegen. Ich bin einfach dann nur genervt. Ich glaube, wir holen das nächste Teil einfach in der nächsten Folge, denn wir sind eh schon wieder am Überziehen und ich bezweifle, dass wir das jetzt so schnell hinkriegen. Und ich brauche eine kleine Pause dazwischen. Das andere ist halt, es speichert halt auch nicht. Was tue ich jetzt, wenn ich neu starte? Ich muss garantiert wieder alles von neu machen, ne? Also eigentlich total doof, wenn ich jetzt aufhöre. Vielleicht müssen wir doch kurz weitermachen. Dann ist so lang. Ist er speichert? Spiel bitte Speicher einfach. Ich weiß halt nicht wohin, ne? Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss. Das ist so ein kleines Problem. Versuchen wir einfach hier hoch zu gehen. Ich weiß auch nicht, wo das nächste ist. Hier scheint ein Friedhof zu sein. Da noch was? Da ist noch irgendwas. I tried, but I was not cut out for office work. Aber ich glaube nicht, dass das Richtige ist, hier zu sein. Oder? I really could use a drink. Ja, gut, Sammelobjekte. Nee. Das scheint auf jeden Fall nicht richtig zu sein hier. Aber mal gucken, ob es hier noch irgendwo hingeht. Oder irgendwelche Wege zusammenführen. Aber das hat mich jetzt eigentlich gewundert, dass wir hier überhaupt durchkamen. Ja. Ich denke so, ich werde die ersten Versuche einfach rauscutten für euch. Ja. Also, wenn ihr euch jetzt denkt, oh, so schlimm war das gar nicht, doch war es. Ich weiß wirklich. Ich habe nur das meiste rausgecuttet. Ich bin hier fast eine Dreiviertelstunde unterwegs. Ich bin hier schon eine Dreiviertelstunde. Nur in dieser einen Szene. Ist sie? Gehen sie hier hin oder geht sie zurück? Ich weiß jetzt gerade ihren Weg nicht, wo sie hinläuft. Leider. Ich hoffe, dass das wirklich so mit der schlimmste Part ist und es danach wieder mehr um Story geht. Oh, Molly. Hallo, Mausi. Na, vor allem, ich würde jetzt ungern gefangen werden, weil ich finde hier nicht mehr hin so schnell. Wir sind den einen Weg dann einfach gelaufen mit der Gasstation. Dann jetzt nach der Gasstation rechts und keine Ahnung. Ich glaube, sie kommt näher. Vor allem, sie ist auch in jedem Abschnitt dann irgendwie woanders. Weil ich habe sie abgehangen und hat sie eigentlich hinter mir. Und plötzlich ist sie da wieder vor mir. Ganz cool. Außer es ist wirklich ein Rundgang. Weiß ich aber nicht genau.
Ich würde es gerne mal versuchen, über die Brücke zu kommen. Vielleicht ist da noch irgendwas, was uns irgendwie weiterbringt. Kommt sie schon wieder zurück? Einen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Ich bin viel zu angespannt gerade. Groceries. Oder war ich doch gerade? Kommt uns nach, ne? Schleichen immer die richtige Entscheidung, ist das auch eine Frage. Ist wieder die Gas-Station? Nee. Irgendwas mit Groceries. Komm schon, komm schon. Nein! Hier waren wir schon. Ach Gott, schon. Das meine ich. Ah, wo müssen wir hin? Ich werde hier viel zu packen haben. Da rechts sind wir vorhin raus. Aber ich wüsste auch nicht, wohin sonst gerade. Wenn ich wieder rechts gehe, das bringt uns wahrscheinlich gar nichts. Aber ich habe jetzt hier auch nicht wirklich was gesehen. Das andere. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie sowieso immer da in der Nähe ist, wo man ist. Ich glaube, so richtig abhängen kann man die gar nicht. Da ist der Plattenspieler wieder. Ja, irgendwas vorne. Da ist irgendwas. Heilige Maria. Dory. Oh Gott. Okay, okay. Alles gut zum Geburtstag, Papa. Hoffentlich weißt du, dass du der beste Papa der ganzen Welt bist. Wegen dir und Mama kann ich jeden Tag an meinem absoluten Lieblingsort verbringen. Ich weiß, dass du manchmal böse bist, wenn ich meine Hausaufgaben vergesse. Ich werde wirklich, wirklich öfter dran denken, versprochen. Mama hat mir bei dem Kuchen für dich geholfen. Wenn ich vom Training zurück bin, können wir ihn essen.
Und vielleicht können wir noch mal zum See gehen. Du kriegst ja noch dein Geschenk. Ich hoffe, du hast den schönsten Tag, Papi. Ori. What have I done? Wie schrecklich muss das für einen sein? Will man sich gar nicht vorstellen. Oh, some kind of necklace? I can't make out the name. Those are dog tags. Okay, da haben wir zumindest drei Stück. Er ist jetzt einfach, mich schnell essen zu lassen und dann... Na komm. Hallo. Wie, er hat's nicht gespeichert, dann meine ich. Dann rage quit ich sofort. Aber er hat es vorhin auch gespeichert. Und ich, boah, jetzt den ganzen Weg zurückgehen und alles. Weiß ich nicht, das sehe ich nicht. Ja. What now? Gute Frage. House of Terror. Oh Gott. Oh, that's our ghost train. Maybe this will lead me out of this damn nightmare. Da bin ich mir nicht so sicher, du. Wäre schön, wenn er jetzt speichern würde. Wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, I have a bad feeling about this. Ito. Und es speichert. Ich werde das in 2 Folgen cutten. Das heißt, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge in der Geisterbahn. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Bis dann. Bye bye.